Schön, dass ihr bis zu dieser Stelle geschaut habt. Lasst doch gerne eine Bewertung da. Das scheint was durcheinander gekommen zu sein. Ah, moin Leute. Ich habe in letzter Zeit immer wieder in den Kommentaren gelesen, dass euch interessiert, wie ich eigentlich meinen Animationsstuff mache. Darum gibt's jetzt ein kleines Video dazu. Keine Sorge, das hier wird kein richtiges Tutorial, sondern eher so ein... Naja, schaut einfach. Sagen wir, ihr wollt mit euren eigenen Animationsvideos durchstarten. Viele Sachen braucht ihr dafür nicht. Neben einem PC bzw. Laptop natürlich, braucht ihr je nach Art der Animation drei Programme. Ein Programm, mit dem ihr zeichnet, ein Programm, mit dem ihr schneidet und ein Programm, mit dem ihr eure Stimme aufnehmt. Für alle Arten gibt es gute, kostenlose Varianten, mit denen ich auch einige Zeit gut zurechtgekommen bin und es zum Teil immer noch tue. Das einzige, wofür ihr eventuell etwas in die Tasche greifen müsst, ist ein Grafiktablet. Fasst die Maus es gar nicht an. Lasst es einfach. Oder ihr endet wie MarioFan888 mit seinem Versuch, Yoshi zu zeichnen. Jedenfalls müsst ihr euch vor allem zu Beginn noch kein teures 500€ Grafiktablet kaufen. Bringt euch eh nichts, wenn ihr es wie ich nach einem halben Jahr schon direkt zerkratzt habt. Die Stelle in der Mitte ist inzwischen schon so rau, dass ich gefühlt jedes Mal ein Erdbeben auslöse, wenn ich mit dem Stift darüber komme. Will man animieren, sollte man zumindest ein ganz klein wenig zeichnen können. Ich weiß noch bei meiner letzten Animation, als ich nach Unterstützung für Raumschiffzeichnungen auf Twitter gefragt hatte. Ich habe Zeichnungen wie diese bekommen. Ich habe aber auch Zeichnungen wie diese bekommen. Das ist furchtbar. Einer der beiden Personen würde ich das Animieren abraten. Ich würde mich allerdings auch nicht als sehr guten Zeichner sehen. Stimmt's, Brody? Auch wenn es Paint ist, oder wenn es auf Photoshop ist, egal was im Programm ist, es ist trotzdem mega viel Arbeit, auch wenn es halt so ein bisschen billiger aussieht. Ist okay. Gehen wir davon aus, ihr könnt zeichnen und ihr habt all euer Zeug zusammen. Dann seid ihr an dem Punkt angekommen, an dem ich sehr oft hänge. Ihr braucht eine Idee. Und das kann oft sehr, sehr lange dauern. Ich lieg meistens gerade in meinem Bett, es ist 1 Uhr morgens, bin kurz vorm Einschlafen und dann... Eine Schildkröte. Sie fliegt. Zu einem Planeten. Alle sterben. Soll ich meine Ideen aufschreiben? Ach, das kann bis morgen warten. Verdammt. Die meisten Ideen kommen dann, wenn ich mir irgendwelche Filme und Serien anschaue und dann auch so cool und heftig sein will. Hey Leute, ihr seht langsam etwas rot aus. Vielleicht solltet ihr Sonnencreme auftragen. Wir sind gerade angekommen. Oh, das tut mir leid. Da ist was durcheinander gekommen. Oh, den Joke muss ich auch mal bringen. Ich hoffe, niemandem wird es auffallen, wenn ich den Witz klaue. Hat man dann nach ein paar Tagen sein Skript fertig geschrieben, fange ich mit dem Zeichnen an. Schlauer wäre es zwar, die Stimme aufzunehmen und zu schneiden, aber den Teil schiebe ich gern so weit wie möglich nach hinten. Geh mir aus dem Weg. Ich will hinaus in die Welt. Ich muss raus! Motivation ist auch ein großes Thema. Beim Animieren gibt es bei mir irgendwie zwei verschiedene Tage. Entweder ich sitze bis tief in die Nacht am Tablet und zeichne bis zu 8 Stunden am Stück. Oder... Ich brauche eine Pause. Ist der Clip fertig animiert, sieht das Ganze so aus. Für Teil 1 der Knipsi-Animationsreihe wäre das wahrscheinlich noch gut genug gewesen. Da ich mich aber immer wieder verbessern will, packe ich inzwischen all meine Clips rüber in After Effects, wo ich dann sowas wie Bewegungsunschärfe, Licht und Schatten hinzufügen kann. Das macht die Clips einfach um einiges schöner, was man hier halt sehen kann. Leider sorgt das allerdings wieder dafür, dass Videos noch länger brauchen, bis sie fertig sind, und nach einiger Zeit Stille auf dem YouTube-Kanal mag mich der Algorithmus auch nicht mehr. Hier ist endlich mein neues Video, in das ich 400 Stunden Arbeit gesteckt habe und auf das ich extrem stolz bin. Wer bist du? Hab dich hier noch nie gesehen. Niemand will dich sehen. Geh weg. Würde ich weiter solche Videos machen, würde mir das wahrscheinlich finanziell das Genick brechen. Deshalb habe ich vor kurzem eine Patreon-Seite ins Leben gerufen, in der Hoffnung, auch den dritten Teil der Knirpsi-Animationsreihe umsetzen zu können, der irgendwann nächstes Jahr auch kommen soll.
denn Part 2 hat mir ganze 8 Euro eingebracht und auf der Gegenseite habe ich circa ein halbes Jahr Arbeit und mehrere hundert Euro für Programme und Synchronsprecher ausgegeben. Finanzexperten würden jetzt wahrscheinlich sagen, dass das eher ein Minusgeschäft ist. Trotzdem möchte ich weiter solch aufwendige Videos für euch produzieren. Falls ihr also den ein oder anderen republikanischen Credit überhabt, könnt ihr ja gerne mal auf meiner Patreon-Seite vorbeischauen. Ich bin über jeden Support extrem dankbar. Deshalb soll auch sogar diese Woche noch eine kleine Mini-Animation kommen. Aber ja, das war's von meiner Seite aus. Macht's gut. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss.